Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar spielen wir One Piece World Seeker auf dem PC. Ich glaube, allzu viel gibt es nicht zu sagen. Auf meinem Kanal gab es schon ein paar One Piece Spiele, allerdings die Pirate Warriors Spiele, die jetzt nicht unbedingt vergleichbar sind mit dem, was wir hier erleben werden. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen und alles gerne mit euch zusammen soweit erspielen. Ihr könnt gerne dem Video hier einen Daumen hoch geben, wenn ihr Lust habt. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn irgendwas nicht stimmt, gerade soundtechnisch oder sonstiges. Ich werde es mir später zwar auch angucken bei der Bearbeitung, aber ne, Anregungen so und so weiter lese ich mir immer wieder sehr, sehr gerne durch. Ansonsten abonniert doch den Kanal und vergisst die Glocke nicht zu aktivieren, wenn ihr keine Folge von One Piece verpassen wollt. Ich glaube, dazu haben wir jetzt alles gesagt und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal ein neues Spiel. Schwierigkeit, Standard, Anfänger, schwer, sehr schwer, extrem, natürlich. Gibt's auch sehr leicht? Natürlich nicht. Einfache Kämpfe, empfohlen für Spieler, die die Geschichte erleben möchten. Ausgeglichene Kämpfe, empfohlen für Spieler, die das Gameplay erleben möchten. Das wird wahrscheinlich so unser Part sein. Schwierige Kämpfe, empfohlen für Spieler, die das Kampfsystem erleben möchten. Dann fordernde Kämpfe, empfohlen für Spieler, die überragend in Actionspielen sind. Hi. Mitreißende Kämpfe, empfohlen für Spieler, die die ultimative Herausforderung suchen. Da ich null Ahnung habe, wie das Spiel soweit sein wird, glaube ich, werden wir mit Standard soweit zufrieden sein und bestätigen das Ganze. Oh cool, im Ladebildschirm gibt es ein bisschen was zu lesen. Die Gefängnisinsel, eine Einrichtung der Weltregierung unter Aufsicht der Marine. Sie beherbergt das Land... Meeres- und Himmelsgefängnis, in denen zahllose gemeingefährliche Verbrecher sitzen. Einst als Juweleninsel bekannt, gelangt die durch die vielen Minen zu... Okay, tschüss. Aizuke, uwasa no Shin-iri wa... zaikin seken wo nigiwasete iru saiyaku no sedai no hitori rashii zo. Yatsu ga ano Mugiwara... いかがですか、ナミさん。5分。3分で開けてみせるわ。ロビン、そっちは？なあ、なあ。今手に入れたところ。 モンキーディルフィ、ようこそジェイルアイラ。お前がここのボスか。すげえな、空中監獄。え、そんな、みんな撤退よ。宝はなかった。これは罠よ。了解だ、ナミさん。<笑>上等だ。 空中監獄って大層な名前の割に見張りは大したことねえ。ルフィなら一人で大丈夫だろ。おい、ったくせっかちな野郎だ。ルフィ撤退だ。先に行くぞ。ああ、分かった。逃がすか。 あいつらが迎えに来てる頃だな。俺もそろそろ行くか。なんだこいつら。フランキー・ラディカル・ビーム。そう慌てる必要はないだろう。 わざわざ招いたんだ。ゆっくりしていけ。今のはフランキーの腕が回路石か。油断は良くないな、麦浦のルフィ。仲間のことは気にするな。
一緒に始末してやろう。世界政府も随分羽振りがいい。アイザック監獄長、例の女がまた面会を求めて騒いでいるようです。油断したな。じゃあな。このままじゃ海に落ちちまうな。よし。追いますか。放っておけ。島のすべては私のコントロール下にある。はっ。麦わらのルフィ、もしも生き延びることができたその時は、せいぜい働いてもらうとしよう。私の監獄で。あ、気がついた？いて、て、さっきなんか後ろから当たったぞ。大丈夫？君、空中監獄から落ちてきたのよ。お前が助けてくれたのか。私はジャンヌ。君は？よ。Okay, war schon mal ein ziemlich geiles Intro, tatsächlich. Jetzt haben wir keine Sprachausgabe mehr bei normalen Dialogen. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Das heißt, es wird wahrscheinlich einiges zu lesen geben. Okay, also Intro war schon mal ziemlich geil. Wir sind jetzt gerade alleine. Wo die anderen Strohhut-Leute sind, weiß ich nicht. Das Ding ist, ich kenne die ganzen Charaktere, kein Problem. Ich habe den Anime relativ weit geguckt, würde ich behaupten. Bin allerdings dann irgendwann aus der Anime-Szene komplett raus. Dementsprechend, ja, nicht mit allem zu 100% vertraut. Also es gibt viele Charaktere, die ich kenne, auch neben den Hauptcharakteren. Die wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Ich kann jetzt allerdings nicht sagen, ob das jetzt irgendwas mit dem Anime zu tun hat oder nicht. Soweit ich weiß, ist das hier eine eigene Story, die das Spiel bietet. Was ich sehr schade finde, aber dazu kommen wir auch wahrscheinlich dann im letzten Part des Let's Plays. Also wir genießen das hier ganz in vollen Zügen und dann werde ich irgendwann mal meinen Senf dazu abgeben. Ich bin Ruffy, danke, dass du mich gerettet hast. Ich muss ins Meer gefallen sein. Oh Gott, wie spricht man es aus? Jean? Kann man das sagen? Das ist jetzt auch wieder so einer der Namen, die ich nie lese, nie ausgesprochen habe, gefühlt. Dementsprechend schwierig jetzt, den Namen auszusprechen. Aber das ist wohl die Frau hier mit den neongrünen Haaren. Warum musstest du ihn denn retten? Er ist gerade aus dem Himmelgefängnis gefallen. Er muss ein fürchterlicher Pirat sein. Oder vielleicht sogar was noch Schlimmeres. Nah dran, ich bin ein Pirat. Ah! Siehst du, ich hab's doch gewusst. Ich kann jemanden, der gerade ertrinkt, nicht einfach so sterben lassen. Aber was, wenn er hinter den Steinen her ist? Ah, Steine, okay. Ja, was redet ihr da? Du weißt nichts über die Steine? Steine? Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Nein, tut mir leid. Bitte vergiss es einfach. Warum bist du dann zu dieser Insel gekommen? Da ich jetzt weiß, dass du ein Pirat bist, werde ich dich ohne Umschweife von der Insel werfen.
solltest du uns schaden wollen. Ich hatte nicht mal vor, zu dieser Insel zu kommen. Ich bin nur zufällig hier gelandet. Sag mal, du hast mich nicht zufällig die Mitglieder meiner Crew gesehen? Wir haben uns aus den Augen verloren. Wie Zorro und Nami und Lysop. Da wären auch noch Sanji und Chopper. Chopper? Bist du ein Freund von ihm? Du kennst Chopper? Er befindet sich in Saphirstadt. Cooler Name. Er versorgt dort die Verletzten. Alles klar, ich sehe mir das mal an. Also, wo lang geht's nach Saphirstadt? Du musst in diese Richtung, an dem Berg vorbei. Okay, ja, ist ein Weg, krieg mal hin. Nach Saphirstadt, Prolog. Nach Saphirstadt reisen. Klingt schon mal sehr, sehr nice. Kamerawinkel mit dem rechten Stick erst den Kamerawinkel mit dem rechten Stick reindrücken, zurücksetzen. Auch soweit easy. Die Minikarte. Auf der Minikarte, ja, scroll das Ding komplett durch. Auf der Minikarte unten rechts siehst du deine Position und alle Straßen in der Nähe. Der rote Pfeil zeigt nach... Alter, das ist nicht der Ernst, oder? Wo war ich jetzt? Der rote Pfeil zeigt immer nach Norden. Zeigt nach Norden? Alter, okay, das ist halt richtig nervig. Die Minikarte zeigt dir außerdem den Weg zum aktuellen Missionsziel und nahegelegene Items. Die hier blaue Dreieck. Tut mir leid. Wird genutzt für Missionen auf der Karte, während für Missionen außerhalb der Karte stehen. Außerhalb der Karte? Gut, das werden wir noch in Erfahrung bringen irgendwann. Öffne mit Optionstaste, glaube ich, das Spielmenü. Hier kannst du eine große Karte einsehen, sowie deine Items und Ausrüstungsteile ansehen. Oh, Ausrüstungsteile. Ey, klingt das geil. Wenn Ruffy verschiedene Gebiete besucht, wird der entsprechende Teil der Inselkarte freigeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt wird die Gesamtzahl der gefundenen Schatzkisten im jeweiligen Gebiet auf der Inselkarte angezeigt. Benutze den linken Stick, um dich in diese Richtung zu bewegen. Hinter dem Hügel also, ja. Das bedeutet da lang. Okay, muss ich mitleben. Das hier mit dem Zielfernrohr ist... Ah, da ist die Gefängnisinsel. Ist ziemlich lustig. Also mit dem Zielpunkt, mit dem Marker, ihr wisst, was ich meine. Der ist zentriert auf die Mitte des Dingens. Ist ganz lustig. Mal gucken, wie sich das noch bemerkbar macht. Kann ich noch etwas rauszoomen, ist halt die Frage. Wahrscheinlich nicht. Mir ist das ein bisschen zu nah hinterm Charakter, die Kamera. Aber das könnte mir jetzt natürlich auch nur so vorkommen, da wir das Spiel gerade beginnen. Genau, hier haben wir das Missionsziel. Das ist auch die große Karte, sage ich mal. Kann ich ein bisschen vergrößern, verkleinern? Okay, ich kann jetzt natürlich schwer abschätzen, wie groß die Karte insgesamt sein wird. Ich denke mal, da überall, wo Nebel ist. Wenn es wirklich so ist, dann haben wir hier eine ziemlich große Map. Generell für die Leute, die mich kennen, oder beziehungsweise die mich nicht kennen, und hier jetzt zum ersten Mal Let's Play schauen. Ich bin eher so der Verfechter von viel umschauen. Also wirklich viel umschauen. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich Nebenquests ohne Ende machen und Schätze suchen, finden ohne Ende. Also es wird etliche Sachen geben, die wir machen, auf die ich allesamt Bock habe. Hier haben wir auch Missionen, genau, Herausforderungsmissionen, Nebenmissionen, Hauptmissionen, klingt auch ziemlich geil. Karma, davon habe ich gelesen. Wie das letztendlich funktioniert, werden wir, denke ich mal, noch erfahren. Fertigkeiten. Aktuelle FP, Fertigkeitspunkte. Oh, da kann man Skills lernen. Ah, da bin ich sehr gespannt. Da will ich jetzt noch nicht schauen, weil ich werde eh nochmal schauen. Beobachter-Haki, Panzer-Haki, Kampf, Erkunden und Parameter. Ey, da habe ich richtig Bock zu. Ausrüstung. Haben wir im Moment noch keine... Max-TP. Okay, damit haben sie es auch ziemlich einfach gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den Mauszeiger seht im Übrigen. Das sehe ich auch erst in der Nachbearbeitung. Da haben sie es ziemlich einfach gemacht, indem sie einfach hier schön glatte Werte genommen haben am Anfang. Also 1000 Max-TP, der Rest auf 100. Ziemlich easy. Aber kann man mitleben. Material, ja, haben wir noch nichts. Das ist okay. Datenbank, werden auch besiegte Gegner und so weiter. Geil, also ist bis jetzt ganz gut aufgebaut, kann ich nichts gegen sagen. Und dann würde ich mal behaupten, starten wir das Ganze mal. Ich kann jetzt noch nichts machen, also nicht springen oder so, also das, ja, fehlt komplett. Wir müssen hier zum blauen Dreieck. Wir könnten hier noch mit denen reden, das machen wir auch gleich. Wir gehen mal zu einem Boot, gibt es irgendwie was ich... irgendwie sammeln kann, Items oder so? Nein. Die Steuerung, muss ich sagen, ist in Ordnung, nur...
So funktioniert es, wenn ich das mache. Wenn ich so mache, ihr seht es hoffentlich. Es gibt so ein klein wenig Delay, wenn ich so eine scharfe Kante machen will beim Rennen. Da braucht er ein bisschen. Also fühlt sich etwas schlimmer an als ein Auto. Ist aber in Ordnung. Okay, ich werde jetzt nicht zwangsweise alles immer vorlesen. Nur Sachen, die vielleicht noch interessant sind. Alles klar, los geht's. Rennen. Den linken Stick reindrücken, während du dich bewegst, um zu sprinten. Okay, wir verbrauchen dafür auch keine Ausdauer oder sowas, so wie es aussieht. Das ist sehr, sehr gut. Also die Map. Also die Minimap gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Dann hier jetzt auch der Map-Aufbau, hier mit den Bäumen und allem. Das sieht ziemlich nice aus. Klar, ist ein bisschen texturarm. Ja, ich meine, wenn man sich jetzt hier, da wo ich gerade hinziele, genau diesen Ast hier, wenn man sich den anschaut, ja, die Blätter sind jetzt auch nicht das Feinste. Aber ich glaube, das ist okay. Ja, werden halt hier an den Sachen gespart. Ist vollkommen in Ordnung für mich an dieser Stelle. Ich habe richtig Bock, mich zu erkunden hier, ne? Mit meinem ersten Schatz finden. Die Frage, ob man schon irgendwas finden kann oder ob ich jetzt einfach wirklich Zeit verschwende. Machen wir einfach weiter. Ist ja jetzt die erste Folge, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie erwarten, dass man alles findet oder alles in irgendeiner Art und Weise klappt, wie man es gern hätte. So, wir müssen zum nächsten Marker. Chopper soll in der Stadt sein, haben wir gehört. Also ich werde jetzt nicht versuchen, hier irgendwie die Charaktere zu erklären. Ich denke, die Leute, die sich die Videos hier anschauen oder generell Let's Play hier zu anschauen, wissen so von dem Anime und kennen dann auch die Charaktere. Also brauche ich sie nicht vorstellen, deswegen nenne ich sie einfach beim Namen, weil ich weiß, wer sie sind und werde jetzt nicht noch groß erklären, was deren Aufgabe sind in diesem Universum. Wir haben davon Matrose, das könnte der erste, es könnte jetzt ein Fight-Tutorial kommen. Oh, Tatsache. Drücke X für einen Nahkampfangriff. Drücke mehrmals für einen Komboangriff. Okay, dafür muss ich aber auch nah genug sein. Ach, X. Ja, bin auch der Dümmste. Nice, okay, jetzt können wir X sogar so drücken. Springen kann ich immer noch nicht. Okay, bis jetzt habe ich nur die Combo. Es bringt doch nichts, wenn ich... Okay, das ist im Stehen und das ist, wenn ich laufe wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt macht er wieder das hier. Das ist eine andere Kombo. Okay, ist ein bisschen schwierig, aber kommt man irgendwann dahinter. Ziemlich cool. Den haben wir erledigt. Können wir den irgendwie plündern? Können wir nicht. Dann laufen wir jetzt mal weiter. Da sollen wir hin. Da könnte jetzt wahrscheinlich auch wieder ein Gegner kommen. Da oben ist etwas. Oh, cool. Spring mit der A-Taste. Drücke in der Luft neben einer Mauer die A-Taste, um gegen sie zu treten und so einen weiteren Sprung auszuführen. Das klingt doch geil. Holen wir es mal mit dieser Wand aus. Cool. Das funktioniert. Drücke bei einem Symbol Y, um Items zu halten. Seltene leuchtende Symbole und Schatzkisten enthalten manchmal seltene Items. Weiß normale Items, lila seltene und orange sehr selten. Symbole zum Sammeln von Items und Schatzkisten werden als Symbolbilder auf der Minikarte angezeigt. Sehr gut. Die Bilder für normale Symbole, seltene Symbole, normale Schatzkisten und seltene Schatzkisten unterscheiden sich. Manchmal findest du Items, wenn du Kisten zerstörst und Gegner besiegst. Items sind vielfältig einsetzbar, also sammle so viele wie möglich. Ja, das werden wir definitiv machen. Ein Juwelenfragment. Sieht nach einem normalen Item aus. Bleibt es jetzt auf der Map auch oder wann? Also ich habe jetzt leider nicht ganz verstanden, wann mir auf der Map angezeigt wird, wo
die Kisten und so weiter sind. Also erst wenn ich an ihnen mal vorbeigelaufen bin oder kann ich irgendwann... Ah, würde natürlich Sinn machen, wenn ich irgendwann bei einem Händler oder so was kaufen kann, eine Schatzkarte von mir aus, die auf der Map, also bei einem Map-Abschnitt, wie zum Beispiel jetzt hier, das was wir schon offen haben, dass dort eben alle Schätze und Schatzkisten angezeigt werden. Würde Sinn machen, aber da lassen wir uns auch mal überraschen. Wir gehen weiter, denn wir wollen ja noch in die Stadt. Die würde ich jetzt gerne noch erreichen. Generell sei noch gesagt, dass die Videos, die ich mache, immer so circa eine halbe Stunde gehen. Das heißt, darauf könnt ihr euch grundsätzlich einstellen bei mir. Gerade für die neuen Zuschauer, die es nicht wissen. Das heißt, ihr werdet immer eine halbe Stunde One Piece sehen, wenn ihr das gerne möchtet. Da haben wir einen Gegner. Du kannst dich ungesehen an Gegner anschleichen. Es erscheint nichts über ihren Köpfen oder... Okay, es erscheint nichts. Oder Fragezeichenstatus. Durch X drücken, um sie auszuschalten und schweren Schaden zuzufügen. Okay. Betäubte Gegner kannst du ebenfalls mit X ausschalten. Gegner spüren dich hauptsächlich mit ihren Augen. Och, nicht schon wieder dieses... Oh, bitte. Augen und Ohren auf. Wenn du dich ihnen von vorne näherst oder schnell auf sie zuläufst, steigt die Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich entdeckt zu werden. Ja, dass du entdeckt wirst. Wenn du entdeckt wurdest, erscheint das Symbol über ihren Köpfen und die Ausschaltoption wird deaktiviert. Okay. Drücke X hinter einem Feind, um ihn auszuschalten. Wir probieren das mal aus. Solange er mich nicht hört, wobei ich extrem laut bin. Ja, ich finde, es hätte jetzt nicht dafür extra eine neue Animation gebraucht. Bin ich mal ganz ehrlich. Stören tut's nicht, sah jetzt ganz cool aus. Nur stelle ich mir das irgendwie vor einem Gefecht. Also angenommen, da würden jetzt 5 Leute stehen. Und ich würde den ersten so ausschalten, den nächsten sehe mich direkt. Würde mich das ein wenig irritieren, weil die Kamera dann sich ändert. Oh, was war das jetzt? Ich glaube, ich sollte mich mal da vorne an der Spitze... Okay. Also zu dem Leuchtturm da. Oder Wasser... Nee, das ist ein Leuchtturm. Dann wieder ein Gegner. Man sieht sie auf der Map nicht. Das finde ich... Ja, früher oder später werde ich es nervig finden. Da vorne haben wir auch noch Gegner. Da müssen wir aber nicht hin. Also früher oder später, wie gesagt, werde ich es auf jeden Fall nervig finden. Dass wir die Gegner nicht sehen. Auf der Map. Weil die werden mich wahrscheinlich nicht allzu selten überraschen. Okay, funktioniert mit dem Ausschalten doch ein wenig besser, als ich dachte. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Cool. Haben wir irgendeine Art Level-Up bekommen oder warum haben wir den jetzt bekommen? Würde mich halt interessieren. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Ist natürlich die Frage, was immer wie viel kosten. Okay, kosten halt wirklich 200, 100. Also da ist ein Fertigkeitspunkt, ist ein Witz. Okay, können wir uns merken. Ein einzelner Fertigkeitspunkt bringt uns... Rein, gar nichts. Hat er gerade das Blaues geleuchtet? Oh, ich bin jetzt schon Jäger nach blauen Sachen, überall nach Schätzen. Ich glaube, das ist etwas, worüber ich mir noch keine Gedanken machen soll. Sollte. Machen wir erst später. So. Leuchtturm. Wenn dieses Symbol, was auch immer, auf dem Bildschirm erscheint, drücke RB, um dich durch Strecken der Arme fortzubewegen. Das klingt ja ziemlich geil. Da ist das Symbol. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie wieder da. Okay. Okay, er lässt sich auch hängen und springt nicht automatisch hoch. Das macht es natürlich sehr, sehr einfach. Oder es macht es ziemlich gut auf jeden Fall, falls jetzt hier oben ein Gegner gestanden hätte. Dann wären wir nicht direkt oben gelandet. Sowas finde ich ist immer eine gute Mechanik. Also wie hier, ich könnte mich jetzt hängen lassen, wenn jetzt hier direkt ein Gegner stehen würde, direkt hier vor uns. Und müsste nicht zwangsweise nach oben und er würde mich entdecken. Finde ich ist ziemlich geil. Können sich andere Spiele mal was von abschneiden. Das muss Saphir Stadt sein. Hm. Da ist jemand in der Nähe der Brücke. Ich sehe mir das mal an. In der Nähe der Brücke. Ja gut, ich sehe Matrosen. Kann ich jetzt noch ein Stück weiter hoch? Oder gibt es hier noch irgendwas? Keine Schatzkiste so. Auch das Spiel ist im Moment ziemlich...
Schatzkistenarm. Kann ich mit leben. Wir können mal schauen, ob es Fallschaden gibt. Was mich wundern würde, aber... Kann sein. Okay, er kann sich sogar festhalten, wenn wir in der Nähe einer Kante sind. Auch ziemlich gut zu wissen. Schauen wir mal, ob es Fallschaden gibt. Nein. Sieht nicht so aus. Oh, wir können uns auch um Bäumen. Cool. Also Möglichkeiten sind anscheinend grenzenlos hier. Oh, es sind einfach nur mehr Matrosen. Das sind ja viel mehr als vorhin. Wie viele das wohl sind? Oh, ein paar, ne? Ach nee, okay, das ist eine Mechanik, die ich nicht mag, aber muss ich mitleben. Zielst du auf einen Feind mit dem Marker, erscheint über seinem Kopf und auf der Minikarte dieses Symbol, sobald du seine Position und Bewegung sehen kannst. Ah, ich muss sie aber nicht markieren, das reicht, wenn ich sie einfach nur sehe. Okay, das ist dann wiederum gut, weil ich dachte, okay, ich muss erst auf die Leute drauf zielen, dann irgendeine Taste drücken, damit sie markiert sind. Das würde ich halt mega ätzend finden. So finde ich es geil. Aber sogar Gegner, die doch ein Stück weiter weg sind. Wir können aber nicht so weit schauen. Das heißt, wir haben drei Gegner, die wir aktuell sehen und die sollen wir oder sollten wir wohl ausschalten. Die Kiste sieht sehr, sehr merkwürdig aus, so wie sie leuchtet. Ich dachte erst, das wären Items oder so. Aber dem scheint nicht so. Das Lustige ist, dass wir auf der Map, wenn wir, da wir sie markiert haben, auch sehen, in welche Richtung sie schauen. Das macht die Sache natürlich sehr, sehr einfach für uns. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Gut. Ja, ja. Also aktuell noch machbar. Ich sag mal so, das Tutorial oder der Anfang des Spiels ist aktuell noch sehr fair zu einem. Aber das kann sich natürlich auch alles schlagartig ändern. Ah, stimmt. Kann man mit Kisten und so interagieren. Das habe ich natürlich kaputt gemacht, ne? Natürlich auch sehr smart von mir. Na gut. Kommt alles mit der Zeit, man gewöhnt sich dran, dann wird man auch erkennen, was man looten kann und was eben nicht. Okay. Ab nach Saphirstadt. Saphirstadt. Ui. Was machst du in unserer Stadt? Was? Bist du auf einen Kampf aus? Warte. Beruhig dich, Gordon. Er ist ein Freund von Chopper. Ist das so? Puh, so ein Glück. Ich dachte, du würdest zu dem Typ gehören, der uns angegriffen hat. Was für eine Erleichterung. Wie auch immer, woher hast du diese Waffe? Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Geld für so etwas haben. Was spielt das für eine Rolle? Ich habe sie nur zu meinem eigenen Schutz. Also wirklich. Die Drohungen tun mir leid. Nach all den Piratenangriffen in letzter Zeit liegen bei allen die Nerven blank. Piratenangriffe? In letzter Zeit tauchen jede Menge Piraten auf der Insel auf. Sie scheinen auf der Suche nach etwas zu sein. Die Marine sucht jetzt nach ihnen, ohne irgendetwas für die Verletzten zu tun. Wir hatten Glück, dass Chopper hier war, um uns zu behandeln. Er ist ein großartiger Arzt. Als ihre Anführerin hätte ich mich natürlich darum kümmern müssen. Du musst noch viel lernen, bevor du in die Fußstapfen deiner Mutter treten kannst. Da hast du recht. Ich muss mich mehr anstrengen, um aus allen eine Gemeinschaft zu machen, so wie sie es getan hat. Das ist die richtige Einstellung. Also gut, ich glaube, ich brech dann mal auf. Du solltest auch mitkommen. Wo gehst du hin? Zur Kirche. Chopper ist auch da. Alles klar, ich gehe schon mal vor. Okay, wir sind in Saphirstadt. Kapitel 1. Finde Chopper. Zur Kirche aufbrechen. Sehr, sehr nice. Okay, man bleibt auch gefühlt an allem hängen. Ja, danke. Dein Fortschritt wird nach bestimmten Punkten automatisch gespeichert, aber du kannst ihn auch manuell speichern. Allerdings nicht in Ereignissen und Kämpfen. Um manuell zu speichern, öffnest du mit der Optionstaste das Pausenmenü und wählst dann Speichern. Öffne mit der Pausentaste
oder Optionstaste das Pausenmenü und wähle dann Tutorial, um dir verschiedene Tutorials anzusehen. Speichern. Sehr gut. Manuelles Speichern gibt es schon mal. Das finde ich ist eine, gerade für so ein Spiel, das so Open World mäßig aufgebaut ist, finde ich, manuelles Saven ist das Beste, was man einführen kann. Weil nur so Autosaves, weiß nicht, da sich darauf zu verlassen, ist ein bisschen schwierig. Ja, wir sind in Saphirstadt. Aber was sind denn die weißen Punkte? Das waren doch Items, oder? Schätze oder sowas. Tatsächlich, jetzt sieht man sie. Sehe ich sie jetzt auch außerhalb? Nee, ich sehe sie gar nicht auf der großen Map. Okay, ich sehe es nur auf der Minikarte. Ah, da wird sogar ein Schatz angezeigt. Oh, ich habe jetzt so Bock, das alles zu machen, ne? Ja, darum komme ich aber eh nicht hin, doch von hier. Ah, Mann, Mann, Mann. Also ihr merkt, das macht richtig Bock. Also ich habe richtig Fun gerade bei dem Ganzen, wenn wir das anschauen und die ganzen Schätze hier überall finden und so weiter. Die erste Folge ist allerdings zu Ende. Das war jetzt eine gute halbe Stunde. Ja, viel haben wir jetzt nicht gemacht, weil ich jetzt noch dabei war, so ein bisschen euch, oder gerade auch für euch, für Leute, die nicht die Möglichkeit haben, das Spiel selbst zu spielen, einfach zu erklären, was die Steuerung eben macht, wie das Ganze funktioniert. Selbst ein bisschen rumgetestet, weil man möchte ja doch alles irgendwie zur vollsten Zufriedenheit irgendwie erfüllen, erledigen. Das mit dem Springen und so weiter funktioniert auch wunderbar. Geil. Ja, lasst doch gerne Kommentare da, ob ihr das Spiel selbst spielt. Würde mich interessieren, wer von euch das macht und wer sich's geholt hat. Ansonsten Daumen nach oben geben, Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit ihr seht, wann immer eine Folge online kommt. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!